Wir kommen Stück für Stück immer näher an die eigentlichen Wahlen. Und somit kommen wir auch noch zur letzten Partei, die im Bundesrat vertreten ist. Und zwar die Mitte. Oder doch vielleicht BDP oder CVP oder doch die katholisch-konservative Partei der Schweiz. Naja, wahrscheinlich keine Partei hat ihre Existenz häufiger ihren Namen geändert als die Mitte. Aber dennoch haben sie auch etwas gemeinsam mit der Partei, die wir uns bereits angeschaut haben, und zwar die FDP. Und zwar sind sie zusammen mit der FDP ihr Grundkonzept die ältesten Parteien und sie auch lange zusammen jeweils die grösste Partei in der Schweiz gewesen. Aber ähnlich wie die FDP haben sie in den letzten Jahren ordentlich abgebaut und sie doch Stück für Stück immer wieder abgekitzelt. Wie sie das jetzt entgegen möchten wirken, ja, das schauen wir uns heute mal an. Aber kurz Basic Fakten. 2021 hat sich die damalige CVP mit der BDP zusammen zur Mitte fusioniert, haben durch das aktuell 28 Sitze im Nationalrat und mit 13 Sitzen im Ständerat stellen sie dort die grösste Fraktion. Sie haben noch eine Bundesrätin, und zwar Viola Amherd. Und aktueller Parteipräsident ist der aus der CVP kommende Gerhard Pfister. Aber bevor ihr noch verwirrter seid ab noch mehr Namen, lassen wir es mal klarstellen. Wo die Schweiz gegründet wurde, mehr dazu übrigens im Video über die FDP, hat neben den Freisinnigen auch noch eine zweite grössere Partei gegeben, und zwar die katholisch-konservative, wo die ehemaligen katholisch-konservativen Kantone vor dem Sonderbundskrieg vertreten haben sollen. Nach so ein paar Namensänderungen hat man sich dann 1970 darauf geeinigt, dass man sich christlich-demokratische Volkspartei möchte nennen. CVP. Ist wahrscheinlich auch der Name, den die meisten auch noch heutzutage darunter kennen. 2008 haben sich dann ein paar Mitglieder aus der SVP aufgrund des gesamten Chaos wegen der Abwahl von Christoph Blocher vor der Partei abgesetzt und eine neue Partei gegründet. Und zwar eine Partei, die sich auf die Grundfeste besonnen hat, die die SVP mal für sich ausgerufen hat. Und zwar eine bürgerliche Zentrumspartei zu sein. Und so ist BDP entstanden. Die sind nachher auch zu 3 Parlamentswahlen antreten, und zwar 2011, 2015 und 2019. 2019 haben sie aber gerade mal noch mickrige 3 Sitze im Nationalrat können erkämpfen und naja, eine Lösung hätte müssen. Und so hat man sich 2021 mit der ebenfalls schwächelnden CVP zusammengetan und eine neue Zentrumspartei gegründet, die das obviously im Namen trägt, und zwar die Mitte. Fusion! Doch was möchten mit den Members denn überhaupt so erreichen? Naja, schauen wir uns das doch mal genauer an. Und Spoiler-Alarm, ihr Feld ist sehr weit, also wir springen von da bis dahin. Naja, da finden wir beispielsweise Sachen wie gute Beziehungen zur EU, wo nachher noch auf Augenhöhe mit ihnen soll kommuniziert werden. Aber genauso möchten sie auch die bilateralen Verträge neu aufrollen und auch weiterentwickeln. Aber auch ihre Digitalisierung haben sie grosse Bestrebungen. So möchten sie einen flächendeckenden Ausbau von Glasfaser und 5G, aber auch ein besseres Verständnis für Unternehmen und Private in puncto künstliche Intelligenz schaffen. Und heutige Jobs an die Digitalisierung anpassen. Genauso möchten sie aber auch eine fairere AV, die unabhängig vom Zivilstand gleich ausgezahlt werden. Also egal, ob ein Paar jetzt verheiratet ist oder nicht, sie sollen die gleiche AHV bekommen. Und genauso möchten sie auch eine wirksame Unterstützung zur Pflege von Angehörigen, damit die möglichst lange im Alter können auch daheim bleiben. Aber es gibt nicht nur etwas für die vergehenden Generationen, es gibt auch etwas für die zukünftigen Generationen. So möchten sie bis 2050 netto null erreichen und somit das 1,5 Grad Ziel einhalten. Und dazu möchten sie grosse Investitionen in Technologien zur Reduktion von CO2-Emissionen stecken. Und da kommt noch jede Menge mehr. Also falls ihr das möchtet durchlesen, schaut doch in die Videobeschreibung. Aber falls ihr euch denkt, sind das die Themen, die mich interessieren? Vielleicht auch nicht. Was gibt es sonst noch? Da letztes und zukünftiges, ich weiß immer noch nicht, in welcher Reihenfolge. Und sonst kann ich nur noch sagen, geht wählen, bis zum nächsten Mal. Ciao!